Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Star Wars The Old Republic Imperial Agent. Beziehungsweise Scharfschütze. Ein Freund ist noch wieder online, extra, aber wir machen jetzt erstmal den Arena-Transporter. Ach so, da kommen wir sowieso nur hier hin. Ich dachte jetzt, wir kommen direkt rein. Hey, die winkt sogar. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal rein hier. Mal sehen, wie das Bild aussieht. Bin gespannt. Okay, so. Sieht auch ziemlich geil aus eigentlich. Ich weiß nicht genau, was hier auf mich zukommt. Das ist auch mein erstes Mal hier gerade alles. Also auch diese Allianzbildung sind mein erstes Mal übrigens. Das Einzige, was ich kenne, ist das mit Yun, aber das... Da kenne ich aber auch nur das Gespräch. Nein, aber ich habe es mir nicht gemerkt, deswegen kannte ich das im Prinzip fast gar nicht. Das hat aber im Prinzip gefallen mir, diese Allianzmeldung. Die sind geil. Ich wollte das mit PvP nicht. Aber PvP werde ich dann irgendwann mal zwischendurch machen. Man muss halt entweder 10 Runden gewinnen oder halt 20 Runden verlieren oder halt irgendwas davon. Ja, der Lernbildschirm ist gleich fertig, brauche ich auch nicht mal überspringen jetzt. Habe ich euch zumindest ein bisschen mit meinem Gelaber unterhalten. So. Und Eingeweide. Es ist Zeit für die Chaoskämpfe in der großen Arena. Heute gibt es eine neue Herausforderin. Aus den unbekannten Tiefen der Galaxis. Die geheimnisvolle Fremde. Ja, ich habe auch keine großen Hoffnungen. Und in diesem Kampf tritt unser Neuling gegen ein super intelligentes technologisches Phänomen an. Die tödliche Aurelia Zazen, Meisterin der Mörder. Konfiguriert und bereit, jemanden zu vermöbeln. Soll ich die besiegen? Jetzt will ich einen Kampf sehen. Jetzt das Pausenterminal bei der Arena. Ich mache meinen Gefährten mal lieber auf Heilung. Pausenterminal. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Ich wurde besiegt, aber eine Liga, eine große Liga bedeutet nicht, dass ihr ausscheiden müsst. Nutze dieses Terminal, um den Spielbericht zu belesen und der Tipp sei, einen Gegner besiegen könnt, fortsetzen, ja, aktuell, neuer Spielbericht, ja, Spielbericht. Ihr müsst zuerst eine Arena ausschalten, sonst werden sie ihn niemals besiegen. Das habe ich ja gemacht. Mein Gefährt ist so blöd dazu. Wir gehen zuerst die Gefechtseinheit und dann die Sanitätseinheit. Und dann Gefechtseinheit. Ist sie bereit für mehr? Nochmal erstmal fortsetzen. Ist sie bereit fortzufahren? Ja, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ja. So. Also. Wo ist die Crew denn? Da. Hier ist erstmal die Gefechtseinheit. Atomisiere den Feind! Alles okay? Euer Überleben ist ein Ding der Unmöglichkeit. Schrottkiste! Dann zuerst die Gefechtseinheit, dann die Sanitätseinheit. Machen wir das doch erstmal so. Würde ich mal sagen. Euer Überleben ist ein Ding der Unmöglichkeit. Gut, dass ich mir die Tipps durchgelesen habe. Schrottkiste. Eine Schrottkiste. Die aktuellen Kisten, diesen Schrottkisten. Atomisiere den Feind. Überleben ist ein Ding der Unmöglichkeit. Okay, es ist also wichtig, den Gefährten auf Heilen zu stellen. Na, jetzt mach doch mal. Atomisiere den Feind! Ich frage mich nicht, ob man das auch machen kann. Ja, toll. Toller Name. Steht gar kein Name, ey. Scheiße. Also, wenn ich jetzt hier oben draufklicke. Atomisiere den Feind! Ich kann da gar nicht draufklicken auf die Wehrliste. Ist das auf G eigentlich? Ah, nee, Gilde. Ach, Gilde. Okay. Auf jeden Fall sehr was gebracht. Atomisiere den Feind! Und es hat perfekt geklappt, Meisterin. Tatsächlich gewonnen! Oh, komm mal her. Unglaublich! Bin ich nicht cool? Wen noch so? Handwerksmaterial. Aus Flashware ist ein Flashpoint.
Die Anzeige ist ein Flashback. Hier gibt es so eine Notfallkoordination. Aber bisher brauche ich die ja noch nicht. Ich glaube, ich lasse das jetzt mal. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Ich war kurz hier. Wir würden jetzt eine Gruppe machen. Ich guck mal ganz kurz sowas nach. Moment. Erstmal will ich den nächsten Gegner was wissen. Gibt keinen, der nicht so gut drin ist, kein Effekt hat, wenn ihn getroffen wird. Rückkämpfer haben es manchmal ganz auf das Drakon oder eigene Tier ins Visier, wo sie geschwächt wird und angreifbar wird. Fortsetzen. Ist du bereit fortzufahren? Ja, ich bin bereit. Moment, Timer hier wieder. Yep, ja, bin ich. Die Mission finde ich aber ziemlich geil. Sie ist zurück. Die Kämpferin, auf die niemand gesetzt hatte. Die geheimnisvolle Fremde. Dieses Mal kriegt es die Fremde mit dem bedrohlichen Darula Gar und seinen schrecklichen Raubtieren aus der Tiefe zu tun. Seht nur, meine Kinder, das Essen ist schon angerichtet. Lasst uns neue Größe erreichen. Jetzt muss ich sie angreifen, oder? Ich benutze es doch schon, jetzt habt ihr ja keine Energie mehr. Ja, gibt's doch nicht. Wir weben die Fäden eures Untergangs. Ja, so. So geht das, okay. Ich kann meine Schoßtiere wochenlang knabbern. Ich muss dieses rote Feld auf die Tiere bringen. Und dann halt, wenn das gelb wird, schnell rausgehen. Vorteil. Okay. So, erstmal hier hin. Warten, bis es gelb wird, schnell rausrennen. Und dann jetzt wieder auf ihn gehen. Schoßtiere wochenlang knabbern. Oh, mein süßes Schoßtier. Das Schoßtier, das Stofftier. Wir weben die Fäden eures Untergangs. Das ist eine ziemlich geile Quest, aber eigentlich. Ich glaube, der gerade übrigens, der gerade geschrieben hat, hat gerade meinen Kommentar nicht richtig gelesen. Ich habe eigentlich morgen geschrieben. Ich habe auch gerade mal nachgeprüft, ob ich es wirklich geschrieben habe. Und ich habe es geschrieben. Oh, mein süßes Schoßtier. Schoßtier wahrscheinlich. Okay, ich verfolge meine Bewegung. Das heißt, ich setze mal genau dorthin. Genau, dann gehe ich jetzt weiter. Versuche es hier denn vorzunehmen. An euch können meine Schoßtiere wochenlang knabbern. Wir weben die Fäden eures Untergangs. Was war denn hier dran? Es ist noch keine Zeit zu sterben. Gewinnt die geheimnisvolle Fremde ein zweites Mal. Könnt ihr das glauben? Ich kann es nicht. So, haben wir jetzt wohl schon Einfluss gewonnen? Das war die Karte. Was ist denn der jetzt? Nö, hä? Wie mache ich das jetzt bitte? Oder muss ich jetzt einfach nur diese ganzen Quests hier abschließen? Egal. Machen wir einfach weiter mit der Mission hier. Findet euch gerade in der Pause zwischen zwei Runden, möchte ich die Fortfahrt in den Wettbewerb verlassen. Ich möchte ganz kurz einen Schnitt machen, denn ich muss mal dringend pissen. Deswegen mache ich kurz einen Schnitt. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Erstmal gucken wir uns natürlich einen Spielbericht an. Bekannt dafür, die Stimme in der Arena im wahrsten Stimme des Wortes anzuheizen. Für sein Feuer in die Mitte der Arena zu kanalisieren, bloß weg. Und mache ich doch den kleineren Flammen danach aus, okay. Alles klar. Achtet auf Treuen, die Vergangenheit schon oder anderen Kämpfe überwältigt haben.
Kai. Ich die Fortfahren wertvoll verlassen. Ich möchte gerne fortsetzen. Yep. Seid ihr bereit, um fortzufahren? Yep, bin ich. Kann ich erstmal überspringen? Ich überspringe das jetzt hier einfach. Moment, ich gehe mal ganz was verkaufen. Bzw. reparieren. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Wird sich das Glück auch ein drittes Mal auf die Seite der geheimnisvollen Fremden stellen? Nicht, wenn der Schlangenherr Silgorg dabei etwas zu sagen hat. Hier kommt der adlige Henker Ganges Boga mit einem Herolden von Silgorg. Ich werde keine Respektlosigkeiten dulden. Ja. Urteil, Tod. Ich muss hier raus, ich muss hier raus. Gefährte, komm mit. Eure Größe ist mein Ruhm. Euer Sieg ist meine Stärke. Urteil, Tod. Du musst erstmal sterben. Urteil, Tod. Scheiß Anvisierung. Aufwachen. Nein, 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 nein. Och, bin ich ein Vollidiot, ey. Ich wusste es. Ich hab's immer noch nicht. Ich hab immer noch nicht. Ich hab noch Zeit gehabt, um das mal wieder wegzumachen. Ich weiß auch nicht, wohin ich das sonst packen soll. Soll ich mal den Finisher-Schutz machen, dass ich mir wirklich viel Schaden mache? Dann ja, der hat. Oh Gott, ist der nicht richtig scheiße. Pro Schuss mache ich immer 1% weg, okay. Auch hier. Nein, oh, ich hab keine Neck mehr. Scheiße. Das ist der Schlange. Okay, der Boss ist eigentlich auch einfach. Aber trotzdem lese ich natürlich auch immer die Tipps durch. Die könnt ihr euch natürlich auch durchlesen. Ja, okay. Was will ich jetzt hier noch machen? Darf ich mich bitte bewegen? Nee, es geht ja gar nicht im Kampf. Ich hasse es. Das war den da. Urteil! Tod! Fuck, ich hab keine Energie mehr, ey. Das ist richtig scheiße. Ich hab doch normalerweise nie Probleme mit der Energie gehabt und jetzt habe ich plötzlich so viele. Urteil! Tod! Nein, nein, hau ab. Nein, hau ab. Ich hasse das mit dem Scheiß. Schießen, ey. Das hat dort nicht geklappt. Urteil! Aber trotzdem locker. Tod! Okay, der Boss ist eigentlich relativ einfach für dich jetzt persönlich. Adliger Henker. Okay. Pausenterminal müssen wir wieder benutzen. Ich würde sogar sagen, hier mache ich erstmal ein paar Folgenende. Wo ich gucke schnell, was das Terminal sagen will, dann. Ich mach trotzdem Folgenende. Ist mir sowieso egal. Alles okay? Ich mach jetzt erstmal ein Folgenende. Ja, dann sage ich bis zur nächsten Folge. Kann ich noch eins sagen und zwar. Ciao!